Wir sind heute bei der Kinderuni, genauer bei der Kinderuni on Tour. Denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinderuni haben sich was Tolles einfallen lassen für die jungen Studentinnen und Studenten. Studieren, forschen und entdecken an der frischen Luft und im Schatten der Bäume. Trotz 39 Grad wird hier im Hammerlingpark im 8. Bezirk fleißig studiert. Frau Iber, ein Gründungsmitglied der Kinderuni, wird uns nun einiges über dieses tolle Konzept erzählen. Frau Iber, die Kinderuni on Tour findet zum 6. Mal statt dieses Jahr. Insgesamt ist die Idee schon 10 Jahre da. Wie kam es dazu? Welche ist die Gründungsidee? Können Sie uns das ein bisschen näher legen? Ja, das war so 2003 war unsere erste Kinderuni Wien. Und damals haben wir uns gedacht, Wissenschaftler sind neugierige Menschen und Wissenschaftlerinnen, Kinder sind das auch. Und nichts einfacher als Kinder und Wissenschaft zusammenzubringen. Das kann doch nur voneinander lernen und profitieren. Und das war so ein sehr simples Rezept, das sehr erfolgreich wurde, denn eigentlich war die Kinderuni Wien gedacht als ein einmaliges Projekt und eigentlich war es gedacht als ein Projekt für 100 Kinder, eine Woche im Sommer. Daraus geworden sind 10 Kinderunis mittlerweile. Wir sind mit Kinderuni on Tour gegangen, wir machen Kinderuni-Ferien und mittlerweile erreichen wir im Jahr so um die 10.000 Kinder mit Wissenschaftsthemen. Wow. Also gestartet haben wir 2002 in so einer Zeit, wo die Universität, wo es sehr viel Kritik an der Universität gegeben hat und wo die Universität sehr, sehr negativ in den Medien war, wo es sehr viel Frust gegeben hat. Da sind gerade Studienbeiträge eingeführt worden. Und das war nicht nur für die Studierenden frustrierend, sondern auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität Wien. Und es war klar, es menschelt zu wenig an der Universität. Ja. Und wir dachten, und wir waren damals auch zuständig, uns Programme auszudenken für Kinder. Und das wäre doch eine tolle Kombination, Kindern Wissenschaft näher zu bringen. Und ja, aus dem Projekt ist einfach sehr, sehr viel geworden. Und ich war damals Mitarbeiterin des Rektorats und ich habe die tolle Möglichkeit gehabt, parallel dazu einfach Neues aufzubauen. Und mittlerweile ist es eine Fulltime-Tätigkeit für mich geworden. Und ich darf mit ganz vielen meiner Kolleginnen und Kollegen solche Dinge ausdenken. Und es ist aus dieser Idee letztendlich eine gemeinnützige GmbH geworden, die sie komplett aus Projektmitteln finanziert und durch meine Person auch von der Uni Wien unterstützt wird. Aber im Grunde denken wir uns neue Dinge aus, überlegen uns, wer könnte es finanzieren und schaffen dann auch, manche unserer Ideen zu realisieren. Nicht alle. 10.000 Kinder erreichen Sie, das ist ja eine ganz schöne Menge. Wer steht denn da jetzt alles dahinter? Ja, dahinter steckt ein sehr, sehr engagiertes Team des Kinderbüros. Das sind Menschen, die aus unterschiedlichen Fachdisziplinen kommen und sich darum kümmern, dass es verschiedenste Projekte gibt, wo man Wissenschaft und neue Formen des Lernens und Kinder zusammenbringt. Ja, und dieses Team ist ein wunderbares und ich darf Teil dieses Teams sein. Ja. Das ist so die Ideenstätte. Die Kinderuni gibt es ja jetzt nicht nur in Wien. Wie entwickeln sich die Teams in anderen Orten? Die anderen Kinderunis werden jeweils von den Universitäten vor Ort organisiert. Mhm. Was wir tun, also das ist nicht unsere Zuständigkeit und Verantwortung, was wir tun ist, wir haben ein Netzwerk aufgebaut, ein nationales und auch internationales, eigentlich ein internationales Netzwerk an Kinderunis. Da sind einige nationale Kinderunis auch mit dabei, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kinderunis sich so entwickeln müssen, wie das zu ihrer Stadt, zu ihrer Region passt. Mhm. Das ist in Innsbruck ganz anders als in Wien. Da geht es um andere Dinge. Das ist in Graz ganz anders. Da wird zum Beispiel viel mit Schulklassen gearbeitet. Okay. Wir arbeiten sehr mit der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit. Und so haben sich unterschiedliche Modelle entwickelt. Und das ist auch sehr schön zu sehen, weil wir auch wirklich voneinander lernen können in diesem Netzwerk. Welche anderen Länder sind denn da noch beteiligt? Also wir haben sehr, sehr viel Kontakt mit Großbritannien. Es gibt viele polnische Kinderuniversitäten. Mhm. Unsere Lieblingskinderuni, mit der wir schon viel in Kontakt waren, ist in Medellin in Kolumbien. Wow. Da sind wir schon seit 2004 oder 2005 waren wir da das erste Mal in Kontakt und mittlerweile besuchen wir uns wechselseitig und wir hatten auch kolumbianische Lehrende mittlerweile an der Kinderuni Wien. Also das ist sehr schön zu sehen, da gibt es auch wirklich einen inhaltlichen Austausch. Trotz der großen Distanz und trotz der Unterschiedlichkeit der Städte, in denen wir agieren, haben wir doch sehr viel Gemeinsamkeiten gefunden. Wir machen jetzt gerade einen Versuch, kann man durch den Sport schlauer werden? Und ja, durch Jonglieren versucht man die beiden
Gehirnseiten so ganz gleichzeitig zu beschäftigen. Ja, und deswegen, das hilft dann den Kindern auch beim Lernen, beim Studieren und ja. Also das heißt, dass durch den Sport, vor allem beim Jonglieren und ja, das kann man sicher schlauer werden, weil man versucht sich so zweiseitig zu beschäftigen. Was ist denn so das Hauptinteresse der Kinder? Also was machen die am liebsten? Also wir erleben das ganz oft, dass gerade die Volksschulkinder in dem Alter sich sehr, sehr für Naturwissenschaften interessieren. Da geht es um Chemie und um Physik, da geht es darum, wie die Welt funktioniert, da geht es um Experimentieren, da geht es um Explodieren, da geht es um einfache Experimente, da geht es um Raketen. Sterne sind auch ein ganz großes Thema. Aber wir merken auch, je älter die Kinder werden, desto mehr kann man sie auch begeistern für die Philosophie, für die Geschichte, für Sprachen. Und das ist auch etwas, was wir gerade bei Kinder Uni und Tour sehr vermitteln wollen, dass wenn man viele Sprachen spricht, dass das ein großer Schatz ist. Ja. Und die Kinder, gerade die wir im Park treffen, empfinden das oft als Bürde, dass Deutsch nicht ihre erste Sprache ist. Mhm. Das ist auch etwas, was wir sehr zeigen wollen, dass die Sprache der Wissenschaft ist international. Einige unserer Tutoren und Tutorinnen, die heute hier sind und mit den Kindern arbeiten, haben selbst auch nicht Deutsch als Muttersprache und sprechen nicht ganz perfekt Deutsch. Das ist für die Kinder ein ganz wichtiges Symbol und Zeichen. Was passiert denn hier eigentlich? Da muss man am Ballon, da kommt auf die Schnur ein Strohhalm. Dann muss man einen Ballon aufblasen, dann tut man eine Klammer, eine Wäscheklammer raufgehen am Luftballon, wo man es aufblasen tut. Dann tut man das befestigen mit einer Schnur und dann wird das gemacht wie eine Rakete, wird das halt entlang, der Luftballon, geht die Luft aus und dann geht der Luftballon entlang der Schnur mit Strohhalm. Dann bekommt man so einen Zettel und da kann man eine Station weiterbekommen. Okay. Das ist ja jetzt ein Riesenkonzept mit ganz vielen Teilbereichen. Mhm. Wie können denn Studentinnen und Studenten damit helfen? Gerade an der Kinder-Uni Wien haben wir mit über 100 Studierenden gearbeitet, die uns ehrenamtlich unterstützt haben oder zum Teil auch in Lehrveranstaltungen unterstützt haben. Die Technische Universität zum Beispiel oder die Universität für Bodenkultur haben Lehrveranstaltungen, wo man sich auch beteiligen kann und die Tätigkeit an der Kinder-Uni Wien auch angerechnet kriegt. Und es gibt an der Medizinischen Universität Studierende, die ein Praktikum machen im Sinne des sozialen Lernens. Und das ist es ja auch, denn wenn man die Studierenden beobachtet in der Zusammenarbeit mit den Kindern, da geht es viel darum, dass man sehr komplexe Inhalte sehr einfach erklärt. Und das ist eine Kunst fast schon, die braucht man auch im beruflichen Alltag. Also ja. Employability wäre bei uns ein Thema, das sehr leicht zu erklären ist. Und wir haben natürlich auch viele studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bezahlt werden für ihre Tätigkeit, die sie im Sommer für uns machen, die auch hochqualifiziert arbeiten, vorher ausgebildet werden als Kinder-Uni und Tutorinnen und Tutoren. Denn man muss ja auch selber sich sehr bewusst sein, wie diese Experimente genau funktionieren, damit man sie auch gut vermitteln kann. Lass mal kurz die Chantal. Ich habe einen neuen gemacht. Chantal, was passiert da jetzt eigentlich? Die Luft tut sich das Wasser rausschieben. Genau. Und wo sieht man, dass der Luft drinnen ist, wenn du es nochmal versuchst, von vorne? Da sieht man, dass da auf der Seite was weggeht, oder? Da steigen Luftblasen hoch. Und da sieht man, dass die Luft das Wasser verdrängt. Also es wurde versucht, diesen hochwissenschaftlichen Stoff dann einfach den Kindern beizubringen. Wirkt sich das auch jetzt auf die Professoren persönlich aus? Ja, wir haben am Anfang diesen Aspekt an Kinder-Uni-Aktivitäten überhaupt nicht reflektiert. Also was lernen eigentlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davon? Mittlerweile sind wir uns ganz, ganz sicher, dass da beide profitieren, die Kinder und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und es hat heuer an der Kinder-Uni auch so kleine Armbänder gegeben, wo drauf steht, Kinder begeistern, Wissenschaftlerinnen begeistern, Kinder begeistern, Wissenschaftlerinnen. Also es ist wirklich ein wechselseitiges Begeistern. Und es ist ein Rausreißen aus einem Alltag. Und das erzählen uns die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch, eigentlich alle, dass das so eine willkommene Abwechslung ist und dass es eine Art und Weise ist, das eigene Tun zu reflektieren, wo man sich sehr auf die Grundlage dessen, wofür man eigentlich Wissenschaft macht, wieder zurückbeziehen muss. Okay. Und das tut gut.
Und das erleben wir. Wir erleben ja auch, dass die ganz hochhonorigen Professoren und Professorinnen, die es wirklich sehr gewohnt sind, vor großen Gruppen zu sprechen, vor einer Kinderuni-Lehrveranstaltung so nervös sind wie sonst nie. Oh. Also es ist leichter, vor einer Gruppe von Fachkollegen und Kolleginnen zu sprechen, als vor Kindern. Kinder haben einfach überhaupt keine Höflichkeit. Man weiß einfach, die zeigen sofort, also sie sind, natürlich sind sie höflich, aber sie zeigen sofort, ob es langweilig ist oder nicht. Mhm. Sie zeigen sofort, ob sie es verstehen oder nicht. Und sie kennen da kein Pardon. Sie sagen dann einfach, das verstehe ich nicht, was soll das? Ja? Was geht mich das an? Ja? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Und genau diese Fragen tun den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch sehr gut. Mhm. Ja, das ist so ein Stück Interaktivität, was man ja eigentlich nicht findet an der Uni. Das erzählen uns auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass sie so viele Fragen, wie sie die an Kinderuni-Aktivitäten erhalten, das ist im studentischen Alltag sehr wünschenswert. Die Kinderuni ist ja von 7 bis 12 Jahren. Was geschieht denn danach? Weil der Kontakt reißt ja relativ schnell ab, was ja eigentlich ziemlich schade ist. Gibt es irgendwelche Pläne für danach? Also wir haben ein kleines Projekt, das heißt Uni-Club, wo wir mit Jugendlichen ab 13 weiterarbeiten. Aber das wissen wir einfach, dass die 13 plus brauchen ganz was anderes. Die brauchen sehr viel einander, die brauchen sehr viel Peer Group. Mhm. Da funktionieren so Projekte wie wie Kinderuni und unsere Konzepte in der Altersgruppe einfach nicht mehr. Da braucht es ganz andere Zugänge. Mhm. Und wir haben ein Projekt, das wir sehr, sehr mögen, das ist eben der Uni-Club, wo wir ganz explizit mit Jugendlichen arbeiten, die aus einem nicht-akademischen Umfeld kommen und die auch sonst niemanden haben in ihrem Umfeld, der oder die ihnen zeigen könnte, wie Universität funktioniert. Also wir arbeiten viel mit Flüchtlingsorganisationen in der Frage zusammen. Wir arbeiten mit mittlerweile Jugendlichen zusammen, die wir als Tagesticket-Kinder an der Kinderuni kennengelernt haben. Das sind Kinder, die in einem sozial benachteiligten Umfeld aufwachsen. Und da versuchen wir, dass wir dranbleiben an deren Begeisterung für Wissenschaft, weil wir einfach gemerkt haben, dass die Kinder brauchen es ganz besonders. Wir erleben schon, dass viele Kinderuni-Kinder kommen aus einem Umfeld, wo das auch sehr unterstützt wird. Aber gerade wenn man aus einem anderen Umfeld kommt, ist so ab 13, 14, wo es dann auch darum geht, geht man weiter in die Schule, beginnt meine Lehre, dass da, die brauchen Unterstützung dabei, auch ihren Familien gegenüber, die oft aus einem ganz anderen Kontext kommen, Argumentarium zu haben und auch zum Teil ihren Schulen gegenüber. Wie greift man sowas an? Also wenn ich jetzt der Familie gegenüberstehe, die sich es vielleicht einfach nicht leisten kann, wie motiviere ich die Kinder oder auch die Eltern? Also wir erleben, dass das viel mit Mundpropaganda geht und sehr viel auf einer einzelnen Kommunikationsebene passiert. Also wir haben eine sehr liebe Kollegin, die da wirklich ganz individuell arbeitet. Die ruft auch ihre Jugendlichen vor einem Treffen an und sagt, weißt eh, da ist wieder, also die werden wirklich, da wird zum Geburtstag gratuliert, das ist eine sehr, sehr persönliche Beziehung. Ja. Und über diese persönliche Beziehung schafft man es auch, in Kontakt zu bleiben. Aber das geht natürlich nicht in einer großen Gruppe. Also der Uni-Club hat letztes Jahr, waren das ungefähr 30 bis 40 Jugendliche, die aber dann gemeinsam auf Wintercamp fahren und gemeinsam auf Sommercamp fahren und auch ein Wochenende gemeinsam verbringen. Das war was, auch etwas, das man einfach reflektieren muss. Das war für viele der Jugendlichen das einzige Mal, dass sie abseits von ihrem Elternhaus übernachten durften irgendwo. Also das sind wirklich Jugendliche, die aus einem anderen Lebenskontext kommen. Also die sind das nicht gewohnt, auf Sprachferien zu fahren. Ja? Und an denen möchten wir, also da möchten wir sehr große Schwerpunkte setzen, an diesen Jugendlichen dran zu bleiben. Und wir hoffen, dass da ein paar in ein paar Jahren auch wirklich diesen Schritt setzen und ein Studium aufnehmen. Ja, das wäre schön. Naja, es gibt jetzt auch verschiedene Teilbereiche. Es gibt die Uniküken, die Unispatzen, es gibt auch das Büro. Können Sie uns darüber was erzählen? Ja, das Kinderbüro besteht aus vielen Projekten. Ein wichtiger Teil unserer Arbeit sind die Wissenschaftsvermittlungsprojekte, über die wir jetzt schon geplaudert haben. Die Kinderuni Wien, die Kinderuni on Tour, der Uni-Club, auch unsere internationale Vernetzungsarbeit, die wir leisten im Bereich der Kinderuni-Aktivitäten. Aber wir sind auch eine Service- und Dienstleistungseinrichtung für Studierende und für Mitarbeiterinnen der Universität Wien. Wir betreiben 5 Kindergruppen für die ganz Kleinen. Das sind unsere Uni-Spatzen und Uni-Küken. Ah, okay. Die sind zum Teil so jung, dass sowieso das ganze Leben aus Forschung für die Kinder besteht, weil die krabbeln noch und sind gerade dabei, das erste Mal aufzustehen. Also auch das ist eine Form von sich die Welt aneignen. Und wir arbeiten viel im Bereich der Medienbildung. Also wir arbeiten mit dem Parlament gemeinsam, machen zum Beispiel die Demokratie-Webstadt, das ist und das Jugendparlament. Das sind Projekte, wo es darum geht, Demokratie an Kinder und Jugendliche zu vermitteln. Und wir arbeiten viel im Bereich der Medienbildung. Fernsehreporterinnen. Räume, wo gerade
Oder das Kinder-Uni-Team. Ja. Und wenn ihr anfangen wollt zu filmen, dann müsst ihr auf den roten Knopf drücken. Jeder macht mal alles, damit wir eine schöne Abwechslung. Hallo, ich bin Valentina Kiebeck und wer bist du? Ich bin der Tristan Steindl. Und wie gefällt es dir hier? Sehr gut. Ja, wolltest du mal fragen? Nee, ich habe die Fragen. Und ich spreche. Und ich mache die Kamera. Ich mache die Kamera. Wir sind jetzt hier auf der Kinderuni und wir schauen uns jetzt mal den ganzen Hof an. Wie heißt es? Niki. Wie alt sind Sie? 11. Was gefällt hier Ihnen am meisten? Dass ich mich nicht auf der Couch langweilen muss und was tun kann. Kommen Sie nächstes Mal wieder? Ich glaube schon. Und der Herr Olli Knoll ist auch da. Und der wünscht uns so viel Spaß und ist sehr freundlich und darf leider nicht reden, aber wenigstens ist er lustig und hampelt gerade herum wie ein Hampelmann und naja, winken kann er zufällig auch. Welcher Ort gefällt euch am besten? Hier auf der Kinderuni? Ja. Ja, hier drinnen. Wir kennen nur diesen Bereich, wir sind noch nicht draußen gewesen. Wie lange sind Sie schon hier? Seit gestern 10 Uhr. Seit gestern 8 Uhr früh. Wartest du ein paar Jahre schon hier, oder? Ja, schon so ungefähr 10 oder so. Ja. Welche Sterne vergeben Sie der Kinder ohne? Höchstens 10 können Sie ihr geben. 10. 12. Mindestens 10. Mindestens eben 12. Nein, 10. Wir können nicht sprechen, bevor wir nicht interviewen. Welche Vorlesung hat dir am besten gefallen bis jetzt? Also ich hatte im Moment nur 2, also weiß ich es noch nicht wirklich. Ist die Kinderuni für dich spannend? Ja, ich mache sie auch schon seit 4 Jahren. Oder ist sie auch langweilig? Ja, manche Vorstellungen schon. Vorlesungen halt. Verstehe ich. Kommst du nächstes Jahr wieder zu Kindern? Darf ich leider nicht mehr, weil ich schon 12 bin. Arbeiten hier? Was? Welche Orte gefallen dir? Die Technische Universität und ja. Das war's eigentlich. Wie lange bist du? Jetzt habe ich. Wie viele Sterne kannst du der Kinderuni vergeben? Es gehen mindestens 10. Okay, 10. Dankeschön für das Interview. Wie ist Ihr Name? Stefan Proscher. Wie alt sind Sie? 45. Wie lange sind Sie schon an der Kinderuni da? Ich bin heute das zweite Mal an der Kinderuni. Gefällt Ihnen die Kinderuni? Ja, natürlich. Kommen Sie nächstes Jahr wieder? Ich nehme schon an, ja, wahrscheinlich. Gehört Ihr Hobby auch zum Fernsehen dazu? Ja, natürlich. Ich habe noch 2 kleine Kinder und die interessieren sich sehr für Star Wars. Ist die Kinderuni für Sie spannend oder eher langweilig? Spannend. Sind die Kinder brav? Das kommt drauf an. Welche Orte gefallen Ihnen? Welche Orte? Ja, bei der Kinderuni. Hier der Unicampus. Okay. Wie lange sind Sie schon hier? Hier an der Uni Wien? Ich habe das erste Mal an der Uni Wien 1994 unterrichtet. Das heißt fast 20 Jahre.
Wie viele Sterne geben Sie der Kinderuni? Sie können maximal 10 Sterne geben. Mindestens 10 gebe ich der Kinderuni. Wie ist dein Name? Clemens. Wie alt bist du? 9 Jahre. Hat dir diese Vorlesung gefallen? Sehr, da ich mich für das Fernsehen und für die Filme sehr interessiere. Warum ging es da? Über die Politik im Star Wars und um die Gleichnisse in unserer Welt. Gefällt dir das sehr? Ja, denn ich will empfinden für den Frieden und nicht für den Krieg. War es interessant? Sehr. Dankeschön für das. Oh. Und war es für Sie auch interessant? Ja, natürlich war es für mich interessant. Hat es Ihnen Spaß gemacht, das zu erklären und das den Kindern zu erklären? Und ja, und deshalb unterrichte ich auch an der Uni. Und wenn es Kinder sind, dann ist es noch lustiger und noch interessanter. Warum wollten Sie das machen? Also wieso wollten Sie das den Kindern erklären und wieso wollten Sie das? Weil mir aufgefallen ist, dass in den letzten Jahren an der Kinderuni zu wenig über Politik war und ich der Meinung war, dass man Kindern was möglichst bald über Politik erzählen sollte und Star Wars was Interessantes ist für Kinder und man kann mit Star Wars sehr viele Teile der Politik und auch der heutigen Geschehnisse erklären. Und was ist, wenn es Ihnen passiert, dass Sie vielleicht den Kindern etwas Falsches sagen könnten? Das kann theoretisch immer passieren, aber ich hoffe, es war nichts Falsches dabei und die Präsentation, die ich euch gegeben habe, habe ich mir vorher auch noch von den Kollegen durchschauen lassen. Ich glaube, das stimmt schon, was ich erzählt habe. War es auch von den Kindern interessant, was sie vielleicht erzählen haben könnten? Die Kinder und ihre Fragen waren sehr interessant, ja. Dankeschön fürs Interview. Super, und du warst super Student. Ein sehr großes Projekt, das uns auch sehr am Herzen liegt, ist der A1 Internet für alle Campus. Mhm. Dort finden vormittags Workshops für Schulklassen statt und es ist ein ganzjähriger durchgehender Betrieb. Und nachmittags gibt es einen offenen Betrieb, das heißt Kinder und Jugendliche können dort einfach hinkommen und zuerst einmal ihre Facebook-Profile checken, aber dann natürlich auch mit unseren verschiedenen Medienprojekten arbeiten und mit dem Team vor Ort von Film über Fotobearbeitung bis hin zu Suchen im Internet, Recherchetätigkeit. Mhm. Und diese Kinderuni, der Internet für alle Campus geht auch on Tour durch die Bundesländer. Auch das ist ein großes Projekt, wo wir das, was wir an der Kinderuni gelernt haben, nämlich wenn man Kinder respektiert und ernst nimmt und ihnen auf Augenhöhe begegnet, dann sind sie ganz offen fürs Lernen und ganz offen für Bildung der anderen Art. Meine letzte Frage wäre jetzt, wie engagieren sich die Erwachsenen, also die Forscher und Wissenschaftler selber, wie motivieren sie die dazu? Also wir merken, wir brauchen da selber gar nicht viel tun. Ganz im Gegenteil. Nach der Kinderuni haben wir immer, jedes Jahr, die ersten E-Mails mit, wann ist es denn nächstes Jahr, ich möchte wieder dabei sein. Also das ist etwas, das begeistert ganz offensichtlich und das löst auch natürlich Motivation aus. Und was wir schon erleben ist, dass diese Art der Reflexion einfach eine ist, die ansteckend und fast süchtig macht. Also Sie müssen eigentlich gar nicht viel tun, die Leute kommen zu Ihnen. Genau. Das ist ja super. Thank you.
wir dann an, dass wir die Flasche einfach drehen. Kann ich das machen, Freunde? Probieren? Ja, versucht es. Ich halte das nicht. Ihr müsst es so drehen, dass das Ende immer im Wasser drin ist. Und dann fangt ihr einfach mal an, so zu drehen. Schaut, dass es schön, flach ist. Ich glaube, das ist danach und einfach so drehen. Das funktioniert nicht. So. Das funktioniert, Samira. Kannst du ein gutes Auge hast, funktioniert das. Schau mal, Samira, es funktioniert. Ich meine, das ist jetzt eine ganz einfache, selbst zusammengebaute Pumpe im Endeffekt. Aber solche Pumpen gibt es zum Beispiel auch in Wien, wenn man Wasser irgendwo raufpumpen möchte. Die werden dann elektrisch betrieben und dann kann man halt schon große Mengen irgendwo hinaufpumpen. Also die Kinder können sich ja online über ihre Webseite anmelden für die Sommer-Uni, Kinder-Uni und Tour. Also unsere Website, das ist ein ganz wichtiges Instrument für uns. Das haben wir neu gestaltet, die www.kinderuni.at, und die soll jetzt attraktiv für Kinder und Jugendliche sein, das ganze Jahr über. Denn wir werden immer wieder gefragt, was ist denn nach dem Sommer, und ich möchte auch im Winter forschen. Dort gibt es alle Experimente zum Nachlesen, dort gibt es ganz viel zum Ausprobieren, dort kann man sich selbst einmal einen Studiencheck gönnen als Kind. Was interessiert mich eigentlich, was könnte mich eigentlich interessieren? Also da gibt es ganz viel auszuprobieren. Und wir planen eine Zeitung. Die erste Ausgabe, die Nullnummer, ist schon entstanden. Das ist das Kicks der Kinderuni Express. Ja, und wenn es da Studierende gibt, die da gerade mithorchen und mitschauen, dieses Programm sehen und die da gern mitmachen würden, bitte einfach bei uns melden. Wir freuen uns über jede tatkräftige Unterstützung.